So, meine Helden, seid ihr bereit? Wir haben das letzte Mal ja gesehen, dass wir hier auf jeden Fall schnellstens durchkommen sollten. Sonst gibt es leider sehr, sehr, sehr viele Probleme. Das hat man gemerkt. Ich denke nicht, dass wir uns das eine Meistersiegel krallen können. Ich glaube, das wird uns entkommen. Aber zumindest mit der richtigen Vorbereitung sollten wir es schaffen, dass zumindest die anderen Items uns nicht entgehen. Ich meine, es war nicht schlecht, aber ich will schon mehr Ausbeute haben. Und dementsprechend ist jetzt Shiida wieder eine Pegasus-Einheit. Cecil ist auch ausnahmsweise mal eine Pegasus-Einheit. Ich denke, das wird sich hier aber bezahlt machen. So, eine Sache. Ich würde ganz gerne, wenn sie jetzt schon mit der Eisenlanze hier kommt, ne? Moment. Würde ich das Ding doch ganz gerne zumindest ein bisschen schmieden. Das würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Wenigstens so weit oder so sogar. Ja, gucken wir mal, oder? Ich meine, das wäre so Stahllanzniveau, oder? Ich mache aber mal das hier. Ich denke, das passt erstmal. Alles klar, Leute. Ich denke mal, das wird sich einfach lohnen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Welche Art Lanze ist es? Gute Frage, Leute. Eine sehr, sehr gute Frage. Wir hatten schon einige berühmte Lanzen der Serie in Shadow Dragon zum Beispiel, also danach benannt, aber gut, das ist jetzt eine etwas bessere Eisenlanze. Es ist die Lance-Lanze, Leute. Denn sie ist jetzt einfach mal benannt nach Lance. Kennt ihr den? Keine Ahnung. Aber es gibt einen Typen, der heißt Lance. Das ist die Lance-Lanze. Er gibt Sünden. Die Lance-Lanze. Jawohl, alles klar, Leute. Ich meine, Binding Blade werden wir irgendwann auch mal spielen. Das ist jetzt die passende Vorbereitung. Die Lance-Lanze, Leute. Yeah. Eine Sache noch. Moment, sie hatte jetzt kein Heilmittel. Wäre aber, glaube ich, doch nicht unbedingt verkehrt. Wer hatte noch? Du hättest zum Beispiel eines. Na komm, gib mal rüber, Marv. So, okay. Leute, ich denke, damit können wir einigermaßen gut reinstarten. Ich überspeichere mal kurz und ich werde eventuell wieder laden müssen. Ihr wisst bei dem Beginn hier, Nabal muss critten. Und das ist halt echt richtig doof gemacht, aber das liegt an dem Schwierigkeitsgrad an sich. Denn, wartet mal, wo ist er jetzt? Genau, der hier. Das ist die KI, die ist halt aggressiv eingestellt und alle anderen sind das nicht unbedingt. Also nicht alle, aber die meisten. Zumindest niemand, der einen direkt erreichen würde. Und ja, ne, das ist das Hauptproblem halt. Weil er kann halt sowohl Fina, also Fina kann er direkt halt one-hitten, das will ich nicht, weil es ist eine meiner liebsten Einheiten. Habe ich ja schon gesagt, ich finde Fina großartig, ich mag die total gerne. Und ja, deswegen ne, will ich die natürlich nicht verlieren, ist klar. Und dann ist man darauf angewiesen, das würde ansonsten wirklich nur noch mit einer Rettung gehen, wenn man die halt noch hätte. Was aber auch schon schwierig ist, denn ihr wisst ja, ne, ohne Rettung hätte man in einem Kapitel relativ versagt von den Schätzen. Also eine ähnliche Lage wie hier jetzt, aber okay. Hoffentlich haben wir wieder Glück und ansonsten muss ich halt wieder resetten. Aber nimmt man das jetzt nicht übel? Wenn ihr eine andere Lösung habt, dann könnt ihr es mir ja gerne reinschreiben. Nee, gibt's aber nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber wie auch immer. So, okay, wir werden sehen. Ansonsten kommt jetzt gleich wieder ein Reset, aber ihr kennt das ja schon. Ja, da geht's wieder los, Leute. Weil der killt halt einfach einen. Ne? Das ist ganz einfach, leider. Für den Feind zumindest. Bis gleich. So, noch ein Versuch. Wir werden sehen, Leute. Sehr schön, da kommt er auch schon. Hat mich wieder 3 Versuche gekostet. Aber ich brauche die nicht alle extra zu zeigen. Ihr kennt das ja. Alles klar. Gut. Natürlich, hier müssen alle so ein bisschen markiert werden. Beziehungsweise ist eigentlich Quatsch. Hier kommt ja keiner von euch weit genug direkt. Wenn man hier wenigstens irgendwas machen könnte direkt. Aber ich könnte eigentlich auch einfach mal Nabal noch zumindest das Heilmittel spendieren, oder? Ich denke, das könnte man schon durchaus regeln, dass er sich zumindest mal ein bisschen hochhielt hier an der Stelle. Ist, glaube ich, dann schon mal ganz nett zumindest, aber er braucht so oder so 2 Heals, wir werden sehen. Ihr seht, ich habe jetzt eine ganze Armee an Pegasus-Einheiten und Palla kommt auch hier schon direkt rüber, was auch nicht unbedingt verkehrt wäre, denke ich mal, ne? Genau, so läuft das auf jeden Fall. Alles klar. Der Rest muss auf jeden Fall mit rüberfliegen, so schnell es geht, irgendwie gucken, dass man halt da drüben alles erreicht, was wichtig wäre. Der hier war ja, glaube ich, auch aggressiv. Der ist zumindest, glaube ich, in unsere Richtung gegangen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also sollten wir eher vorsichtig sein. Ich werde ihn jetzt nochmal extra markieren, den Typen, aber so weit kommt er dann auch nicht. Aber ihr wisst auf jeden Fall, mit Pegasus-Einheiten kommt man hier deutlich schneller voran. Haben wir dieses Haus das letzte Mal besucht eigentlich? Ah ja, genau, das haben wir gelernt mit der Freien Kompanie, wo wir gewarnt werden,
Das hatten wir das letzte Mal auch schon. Wir müssen übrigens vorsichtig sein. Wir dürfen diesen Wald hier nicht überqueren, aber sehr dann sehen, was sich hier verbirgt. Also wir dürfen nicht die Linie überschreiten, das ist ganz wichtig. Noch so eine nette kleine Mechanik auf dieser Karte. Naja, nett, kommt drauf an, aber alles zu seiner Zeit. So, okay. Na, jetzt wird Palle angegriffen, ist aber auch in Ordnung. Also Palle, ich meine, darf sich vieles leisten, ist überhaupt kein Problem. Das ist wirklich das geringste Problem von allen. Okay, das war jetzt halt leider kein so gutes Level-Up, ist aber auch egal. Das kann man halt auch wirklich riskieren hier. So, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wie weit kommt ihr nochmal? Also müsst ihr wirklich mit einem Langspeer abwerfen quasi. Das klappt aber niemals. Also hier könnte man es... Okay, das ist aber eh ein Silberschwert-Typ. Das heißt, wenn er sonst nichts hat, würde er uns sowieso nicht angreifen. Ich meine, man könnte hier zwar drauf losgehen auf ihn. Das Problem ist halt wirklich dann der hier. Der reicht einen halt direkt. Ja, und ich müsste mich trotzdem irgendwie um den hier aber noch kümmern. Das heißt, auch hier ohne Rettung eigentlich nicht so wirklich möglich. Hier gibt es halt noch ein paar Leute, die auch direkt Silberschwerter haben und natürlich angreifen würden. Was ein weiteres Problem darstellt. Seht ein Problem nach dem anderen, da kommt man auch nicht so wirklich drum rum. Leider auch hier sind die natürlich so extrem schnell, dass selbst Shida nichts doppeln kann. Das ist natürlich auch noch zusätzlich frustrierend, wie man sich vorstellen kann. Sehr, sehr nervig einfach nur. Unglaublich. Also das Kapitel, ich weiß nicht... Ist halt mal wieder nicht so ganz für den Schwierigkeitsgrad hier durchdacht zumindest. Muss man ja wirklich sagen. Okay, du kommst dann sowieso nicht mehr zu mir. Naja, doch, kommt da. Darüber, ey, das gibt es nicht. Ich hasse es, ne? Ich hasse es abgrundtief. Aber wir können Palla dann zumindest genau dazwischen stellen. Das müsste schon gehen. Dennoch, es nervt mich einfach immens. Wer denkt sich sowas aus? Ja, Silberlanze wird ja auch nicht ganz reichen. Das kommt dann noch dazu. Das sind alles so Feinheiten hier, die mich einfach mega nerven. Ja, und du kommst ja noch nicht mal weit genug. Du kannst halt leider auch nichts anderes nehmen. Das ist sehr ärgerlich. Oh Mann, ey. Aber die Dance-Lanze, naja, ich kann jetzt nicht mal angreifen. Och. Dieser Loot, ne, das geht einen einfach. Okay, der hat aber nur das Silberschwert. Aber es war dann der hier mit der Engelsrobe, ne? Und das ist halt wiederum total wichtig. Da kann ich eigentlich kaum drauf verzichten, so wirklich. Und das nervt einfach immens. Es nervt unfassbar, Leute. Das Problem ist halt, ich kann mit Fina nicht runtergehen. Und hier ist ein einzelner Silberschwerttyp. Das heißt, er wird auf jeden Fall Fina angreifen und töten. Oh. Also, Leute, ne, das gibt's einfach nicht. Naja, du hast halt echt kaum eine Möglichkeit, irgendwie was zu tun. Es ist ultra anstrengend, wirklich. Aber von hier aus kann ich zumindest rüberschmeißen und dann kann ich, glaube ich, nochmal durch einen weiteren Angriff zumindest mal den hier anlocken, oder? Geht das? Ja, das müsste gehen. Für Palla, dass die zumindest da mal durchkommt dann. Weil wir müssen anlocken, das geht ja gar nicht anders. Wie sollen das sonst gehen? Das sieht man ja sofort. Also gut, und du kannst ja noch einigermaßen weit oben bleiben. Das sollte auch in Ordnung sein. Wir werden sehen, wie sich das dann so bewährt. Katschwia kommt ja weit genug. Ja, die kann ihn auf jeden Fall dann noch treffen, wenn du wegfliegst. Auf keinen Fall ein Problem jedenfalls. Also haben wir keine andere Wahl. Wobei, doch, wir haben ein Problem. Eigentlich müsste Nabal trotzdem noch einen Crit machen, weil sonst entgeht mir das nächste. Das merkt man hier schon. Also Palla jetzt erstmal jedenfalls rausbringen. Das Problem ist aber halt, dass Palla keinen Heal hat. Die müsste ja geheilt sein, um hier durchzukommen. Hier gibt es halt niemanden. Doch, der ist aggressiv, genau. Aber der kommt ja jetzt weg. Also kein Thema an und für sich. Müsste hinhauen. Oh Mann, Leute, das nervt vielleicht. Weil ich würde schon ganz gerne oben stehen und hier irgendwie den Weg versperren. Gibt's noch... Okay, niemand sonst hat jetzt irgendwie... Also ihr habt alle Items auf jeden Fall. Das ist ganz gut zu wissen. Aber der Typ hier oben ist halt auch wieder gnadenlos, ne? Das ist halt richtig heftig. 30 Damage. Ich kann also nicht direkt angreifen. Eigentlich bin ich auf Nabal angewiesen, das ist halt wirklich so. Eigentlich müsste er sich jetzt nochmal durchquitten, ansonsten kam ja keine Chance. Okay, du hast ja noch einen Langspeer, das reicht zumindest, um hier nochmal ein bisschen Radau zu machen, aber das war's dann auch schon. Kann ich aber auch mal machen. Schade, leider kein Crit. Das wäre cool gewesen, aber egal. Das wäre halt noch so das, was einem hier ein bisschen was bringen würde, natürlich, klar. Ein Crit wäre immer gut. Immerhin treffen alle, das ist ja auch schon mal ganz schön, weil sonst wäre das auch ein Reset im Prinzip. Leider ist es ja halt enorm wichtig, dass das alles funktioniert. So, das heißt, der Typ mit Silberschwert kommt nicht durch. Der hier erreicht mich auch nicht. Aber es geht halt nur, wenn ich hier critte. Ansonsten muss ich jetzt wieder safe playen mit Palla, was total nervig ist. Und natürlich crittet er nicht. Warum sollte er auch, weißt du?
Oh, das ist ja so ärgerlich. Ich kann jetzt... Ja, jetzt bleibt ja nichts anderes übrig. Ich muss mit Palle angreifen und da auf Distanz bleiben. Weil sie ein One-Hit ist. Und das meine defensivste Einheit. Ey, ich krieg die Krise, Leute. Kann doch nicht angehen. Das ärgert mich vor allem auch. Ich will sie eigentlich gar nicht großartig hier drauf trainieren. Das kommt auch noch dazu. Aber ich habe halt echt keine andere Wahl dann mehr. Ja, die sind ja eh nicht aggressiv eingestellt. Die werden eh nicht zu ihr kommen. Kann also theoretisch auch eine Bratpfanne nehmen. Ist in Ordnung. Hier, Bratpfanne. Tolle Bratpfanne. Ist trotzdem eine Axt, aber egal. So. Ja, Leute, ne? Da geht's nämlich los. Ach, warte mal. Der Typ würde mich erreichen. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Fina wird ja niemand mehr angreifen, aber hier oben hätte ich dann zumindest mal zu Ziel stehen. Die natürlich durchaus noch Leute anlocken könnte. Wir rennen jetzt einfach mal querfeldein in diesen Wald rein. Denn wir haben ja nicht wirklich eine großartige Alternative oder so. Da gibt's nicht wirklich irgendeine Möglichkeit. Ja, ja, das kennen wir schon. Alles normal soweit. Da rennt er auch schon runter, geht auf sie los. Aber auch das hier, ne, wenn man sich das anguckt vom Schaden. Ja, natürlich weicht er aus bei 85%. Weil Spaß, Leute. Ey, das gibt es doch nicht. Ja, seht ihr, die sind gar nicht aggressiv. Die sind wirklich überhaupt nicht aggressiv, aber... Ey, was willst du denn da machen? Jetzt mal Real Talk hier, Leute. Das geht doch nicht. Eigentlich müsste sich Palla erstmal in Ruhe heilen. Wow, der ist halt eiskalt ausgewichen, dieser Typ, ne? Dieser verdammte Bastard. Anders kann man es echt nicht sagen. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn abgrundlich. Warum muss der ausweichen? Warum, Leute? Bei 85% dann auch noch. Weißt du, als wäre es nicht schon schwer genug. Muss auch noch sowas passieren. Ja, jetzt ist der Engelsroben-Typ drüben. Wie soll denn das gehen? Ich habe ja keine Möglichkeit, wirklich. Nichts, weil ich muss die in Ruhe... Also, es geht nur, wenn der Ball crittet, weil dann kann ich Palla in Range stellen mit einer Vollheilung. Das ist halt echt das Einzige, was mir übrig bleibt, eigentlich. Ich kann mich da nochmal hochstellen. Das Problem ist, aber dann greifen die mich ja noch an. Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, ich habe echt keine Chance. Oder Palla müsste sich halt komplett distanzieren jetzt erstmal. Und die müsste halt wirklich nahezu alles im Alleingang erledigen. Weil das ist das Einzige, was mir eigentlich übrig bleibt. Sonst kannst du das ja nicht auf die Beine stellen. Das ist ja unmöglich. Also wirklich unmöglich. Zumindest sehe ich da nichts. Ja, und da kommt dann der Nächste, ne? Silberbogen. Der hier ist gesichert mit dem Meistersiegel. Ich krieg die Krise. Weil die sich so gut decken alle. Es ist einfach so viel auf einmal. Ah, Mann, Leute. Seht ihr's? Seht ihr's? Da kann man doch nur ausrasten, oder? Mal ganz im Ernst. Also, Spiel. Warum tut man mir eigentlich sowas an? Ich versteh's nicht. Ich kann das echt nicht nachvollziehen. Ach, egal. Ich sehe eigentlich wirklich die Möglichkeit, dass ich mit Fina dann mal allmählich nach oben gehe, dass wir hier ein bisschen anschwächen, etc. Dass ich wirklich gucke, dass ich jetzt schnell nach oben komme, zumindest. Dass wir hier jetzt nicht mehr so viel kassieren, zumindest. Ja, dass das dann irgendwie oben klappt, so allmählich dann mal. So ganz langsam. Oh Mann, wie ich es hasse. Ja komm, dann stell dich doch dahin, oder? Oder ist das eine gute Idee? Warte mal, wie weit kommt jetzt Fina? Die kommt maximal noch dorthin, okay. Würde ich dich vielleicht ganz gerne... Moment. Doch, das ist in Ordnung. Von da aus angreifen ist okay. Alles klar. Aber wir müssen dann halt wirklich ganz radikal auch nach oben marschieren erstmal. So, wer kriegt jetzt den nächsten Finish? Katria, kurz vom Level-Up, darf das gerne mal in die Hand nehmen. Würde ich behaupten. Die hat allerdings auch den 5-Point-Speer, der natürlich ein bisschen besser ist. Wäre also vielleicht auch ganz cool. Wobei, das kann das auch zu Ziel machen? Ich glaube nicht, oder? Na, nächster Tod. Super. Oder so. Also, einfach nur nein. Irgendwo ist auch mal eine Grenze erreicht, wo man sich dann doch die Frage stellt, was das eigentlich alles soll. Okay, ich denke, Shida kann das schon mal machen. Ist okay erstmal. Katria steigt eh nach einem Hit bereits auf, also... geht das für mich erstmal klar. Jetzt haben wir halt wirklich das ganz, ganz große Problem. Ich komme nicht aus seinem Range. Ich schaff das ja noch nicht mal. Wie soll denn das gehen? Ich kann nicht wirklich nur ganz radikal reinrennen. Beziehungsweise hier oben, dann muss ich aber aus dem Range noch draußen bleiben. Das geht ja auch nicht. Ey, das gibt es einfach nicht, Leute. Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, gönn dir das Heilmittel. Anders geht's ja nicht. Wie soll ich es denn sonst machen?
Also, ja, ne, jetzt wird's lustig, ich sehe schon. Aber spawnt jetzt nicht schon der Typ? Ja, das spawnt ja jetzt schon. Das heißt, ich würde magisch angegriffen werden und kann gar nicht hochfliegen. Dann bin ich tot, wenn ich das tue. Weil ich muss aus seinem Range draußen bleiben. Und das geht gar nicht mal, weil ich kann nicht aus beiden Range draußen bleiben. Es geht nicht. Also, es ist wirklich so, dieser zweite Nabal-Crit ist das Einzige, was mich in hier retten könnte, tatsächlich. Ich sehe da sonst halt echt keine andere Lösung. Na, oder Pala kriegt einfach nichts ab. Wenn sie ausweichen würde, würde es auch gehen. Aber es ist halt so ein bisschen Schaden, der einfach irgendwie problematisch ist. Oder wir geben eiskalt Pala die Engelsrobe. Ich habe halt keinen Bock, noch mehr in Pala zu investieren. Wir brauchen irgendwas, was so richtig OP ist. Sonst klappt das einfach nicht, Leute. Sonst sind wir geliefert. Der Sieg kann hier sogar mit der Silberlanze aufräumen. Das ist eigentlich sogar ziemlich cool. Das ist echt ein großer Vorteil, aber der Rest klappt halt gar nicht. Und ich meine, ich habe halt keinen Bock, mir eine Engelsrobe entgehen zu lassen. Das fühlt sich einfach richtig dumm an. Das, wisst ihr, es fühlt sich richtig, richtig falsch an, sich solche krassen Sachen entgehen zu lassen. Ich hasse es. Das ist einfach so ein richtig dummes Gedankenspiel. Absurd. Einfach absurd, oder? Wie seht ihr das, Leute? Müsst ihr mir echt mal schreiben. Ich sehe nur ich das so. Sollte ich mir gar nicht alles holen und sollte es einfach ruhiger angehen lassen. Aber ich denke mir halt, Mann, das muss so der Anspruch sein, ne? Man alles sich zu holen und so, fühlt sich halt richtig an. Es fühlt sich an wie die ideale Lösung, wenn man das schafft. Versteht ihr? Das ist es, glaube ich. Und, oh Gott. Es ist halt echt, 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 echt frustrierend so. Puh, Leute. Er hat jetzt hier, kann ja eh nichts mehr machen. Ich meine, wenn wir die Engelsrobe entkommen lassen, oh Gott, ich will einfach nicht. Es fühlt sich schrecklich an. Ich will nicht, dass die Engelsrobe weg ist. Versteht ihr? Wie so ein kleines Kind. Ich will aber nicht. Die geht aber weg, die Engelsrobe, Chris. Sie geht weg. Nein! Aber ich fange jetzt nicht das Weinen an, Leute. Egal. Jedenfalls, so ähnlich fühle ich mich gerade, ja? Also, nur damit ihr es wisst. Oh Gott. Es ist halt, oh Mann, ey, das ärgert mich total. Und ich wüsste genau, hätte ich jetzt die Rettung dabei, dann wäre das natürlich easy. Aber dann hätte ich ja vorher da nicht das Loot holen können. Dann wäre ich also, oh, dieser Teufelskreis, Leute. Dieser verdammte Teufelskreis. Hier, Silberlanze geht auf jeden Fall. Das ist kein Thema. Auch hier könnte ich nochmal draufhauen später. Ist alles ganz cool, aber schöne Möglichkeiten, die sich bieten. Trotzdem, es sind einfach sicher zwei Gegenstände weg. Ich kann das drehen und wenden, wie ich will. Zwei Gegenstände entgehen uns. Irgendwie einfach. Ich kann halt echt wirklich probieren. Oh, das nervt mich. Ich hätte die so gern beide. Aber das wäre halt wirklich nur, wenn ich jetzt Pala eine Engelsrobe geben würde zu Beginn. Dann könnte ich halt gnadenlos einfach in den Range reinfliegen von diesem Jäger, weil dann wäre es egal. Das wäre halt dann wirklich einfach egal, Leute. Das wäre halt das Krasse daran, dass es im Prinzip halt keine Relevanz dann mehr hätte. Mit 22 Speed wäre ich ja, okay, wäre ich auch nicht am Doppeln, wenn die 19 haben, nur die mit 18. Aber ist ganz nett. Trotzdem, aber naja, wie auch immer. Oder was meint ihr, Leute? Könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Hättet ihr es vielleicht sogar gern, dass ich einfach dann Pala die Engelsrobe gebe und mir nochmal uns dadurch halt oben die Sachen beschaffen? Was meint ihr? Das ist jetzt wirklich mal eine gut gemeinte Frage an der Stelle. Und ich hoffe doch sehr, dass es ein bisschen Feedback wenigstens gibt, weil ich echt mir unsicher bin. Ich hätte halt gerne eine Ideallösung. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wenn man es nicht unbedingt braucht, ne? Es fühlt sich halt, wie gesagt, nicht richtig an, so. Ich glaube, das ist so das, was mich wirklich am meisten daran nervt. Ist einfach halt ein unschönes Gefühl, versteht ihr? Ja, ich glaube, jetzt bin ich sogar zu weit rein, weil da ist noch der blöde andere Typ. In den Range wollte ich jetzt eigentlich mich nicht unbedingt reinstellen. Nabal könnte ja sogar einen auch noch anlocken, ne? Das wäre eigentlich möglich. Weiß nicht, überschneidet sich euer Range so krass? Ja, doch, der überschneidet sich halt schon ein bisschen, oder? Das bist aber nur du hier. Interessant. Könnte ich also theoretisch auch hier in die Seite gehen? Eigentlich schon, oder? Da würde der Typ mal zumindest in unsere Richtung rennen. Ich mach's einfach mal. Wie auch immer, ja. Dann kommt halt schon die Verstärkung an, ne? Das heißt, ich habe nicht mal so viel Zeit da oben und der erste, also der flieht halt echt relativ sicher. Das ist schon super schwer, dem irgendwie beizukommen. Aber jetzt wissen wir wenigstens dann mal, glaube ich, ob die mit Squad AI irgendwie verknüpft sind, ne? Das könnte nämlich sein. Die beiden Jäger. Bewegt der andere sich auch oder nicht? Nee, okay, das ist interessant. Also sie sind nicht miteinander verknüpft.
Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Also theoretisch kann ich da auch rein. Wir sind ja außerhalb des Ranges noch, aber das da oben kannst du knicken. Die Engelsrobe ist halt leider echt dann weg. Was mich mega nervt, aber du hast halt auch kaum eine Möglichkeit, irgendwas zu tun. Und ich darf wiederum hier nicht in den Range, weil seht ihr, das überschneidet sich auch richtig, richtig doof. Wobei, hier bin ich noch dem Magier, also hier würde ich dem noch entkommen, immerhin. Heißt, ich kann sogar einigermaßen, also ich könnte jetzt mit Katria und ich glaube mit einem anderen, oh nein, das geht doch nicht. Nee, da deckt doch zu viel ab, lol. Aber wir können auf die Art und Weise zumindest mit Paladin ausschalten, ne? Das würde gehen. Direkt halt mit einem Hit oder wir benutzen am besten die Bratpfanne für mehr Axterfahrung sogar. Ich meine, ja, das wäre halt auch nicht schlecht. Äxte sind cool. Für später auch noch. Dann wäre der einfach weg. Geht natürlich auch, klar. Wenn er weg ist, ne, dann vielleicht schafft er mal ja noch einen Crit. Nö, natürlich nicht, weil ne, wozu eine gute Kampfperformance hinlegen? Braucht kein Mensch. Oh Mann. Okay, zur Ziel könnte er dann wieder angreifen. Das wäre. Nee, die hat ja keinen Zugang zu an Distanzwaffen. Das ist ihr Problem. Und ihr macht zu wenig Schaden, ihr müsstet critten. Also. So wirklich die Möglichkeit besteht da nicht, nee. Und der hier kommt schon auch relativ weit, aber es geht noch. Trotzdem, es ist eine unangenehme Situation. Auch hier schon wieder. Wäre Fina nicht auch so relativ eingeschränkt? Das nervt mich auch immens. Weil wir Katria zumindest healen könnten, glaube ich. Wenn wir dann hier einfach hochgehen und dann mit Fina nochmal tanzen. Das geht, glaube ich. Weil du kommst ja immerhin auf dieses Feld. Das könnte man jetzt machen. Das wäre, glaube ich, auch in Ordnung erstmal. Aber vor allem, was, wenn jetzt noch mehr Verstärkung kommt? Und das kann ja auch noch passieren. Wir sind ja sicherlich noch nicht mal ganz fein raus. Denke ich mal. Das Schöne ist, dass sie als Tänzerin halt echt gute Erfahrungen bekommt. Muss man ja wirklich sagen, ich habe ja nicht mal die Möglichkeit, nochmal anzugreifen. Ist also auch relativ sinnlos. Im Großen und Ganzen. Und dann kommen ja auch schon die anderen angerannt. Die natürlich auch Probleme darstellen, klar. Ah, Ryan kommt weit genug, aber Ryan ist natürlich auch nicht stark genug wiederum. Und wenn der jetzt hier Schaden kassiert, dann war es das eh. Außerdem, ich darf ja nicht in den Range rein. Wenn wir da reinkommen, sind wir geliefert. Das ist das Problem, Leute. Das ist es einfach. Also keine Chance, dass wir wieder so komplett zum Verrückt werden. Einfach nur zwecklos. Jetzt habe ich schon die coole Glaslanze inzwischen halt bekommen. Das ist eigentlich richtig gut, aber ich kann auch die eigentlich nicht wirklich nutzen. Es ist richtig, richtig schwierig. Also man bräuchte wirklich eine ideale Abfolge am Anfang, dann klappt das schon. Aber es muss alles so perfekt sein, dass sogar wirklich bestimmte Crit-Momente perfekt getriggert werden. Dann schaffe ich es, glaube ich. Dann ist es wirklich möglich. Aber mach das mal. Ha. Viel Spaß damit, ne? Sag ich nur. Leicht ist das ganz bestimmt nicht. Da sind wir weit davon entfernt. Ganz, ganz weit, Leute. Ja, du darfst mich, also du kommst ja gar nicht so weit. Ich weiß nicht, passiert irgendwas, wenn ich ihn einfach so angreife? Wird er aggressiv danach? Beziehungsweise ich hätte es so oder so riskieren können wegen Crit-Möglichkeit. Also auch solche Crits würden uns ja retten. Das wären sehr gute Crits an der Stelle. Ah, ich sehe gerade, er kommt auch nicht so weit. Ah doch, wow. Wow, dann sind wir eh ein bisschen geliefert. Ich habe den gar nicht mitmarkiert. RIP, würde ich sagen. Mega RIP. 28? Ja, 25 macht er. Meine Güte. Ja, das kannst du auch knicken, ey. Das... Wow. Wobei, der hier wollte nach unten rennen, sehe ich gerade. Interessant. Da können wir den sogar mit Marv abfangen, mit einem Rapier. Ist relativ cool sogar, dass das möglich ist. Ja, da sind wir halt echt schön eigentlich so am Rand. Aber was danach so kommt, ja, ne? Wie ist es eigentlich mit Ogma? Der hält ja ein bisschen mehr immerhin aus, aber trotzdem. Ich stelle jetzt trotzdem mal mit rein, weil das macht eh keinen Unterschied dann mehr, aber trotzdem. Boah, dieses Kapitel, na, da flieht dann der Nächste, dann kommt da der rüber und wie auch immer. Ausweichen wäre vielleicht auch mal cool, ne? Das könnte man mal so ausnahmsweise vielleicht machen, wenn man sich danach fühlt. Hier wäre halt ein Crit auch nicht unbedingt verkehrt mal, aber nö. Braucht's halt nicht, ne? Ja, die machen auch nichts großartig, aber trotzdem. Das ist halt so doof einfach, es ist so doof, Leute.
glaube halt echt, mit einer perfekten Abfolge schafft man das halt, aber nur dann. Aber trotzdem, selbst die perfekte Abfolge bedeutet, ein Meistersieg ist definitiv weg. Den kannst du nicht einholen, weil du bist auf die zwei Crits angewiesen. Muss noch mal zu sagen, am Anfang, ihr müsst bedenken, in allen anderen Schwierigkeitsgraden kriegt man ja keinen Gegentreffer bei Nabal. Heißt, man könnte in der ersten Runde es auch auf zwei Crits anlegen sogar, was jetzt nicht super unwahrscheinlich ist. Einfach, weil man keinen Gegentreffer bekommt. Das Problem ist, dass der eine Aggressive, der definitiv weg muss, ungefähr so 94-96% Trefferchance hat. Das heißt, in diesem Modus, da er ja immer zuerst angreift, der Gegner, bräuchte ich zwei Crits und müsste mit ungefähr 94% ausweichen für den perfekten Beginn, um mir das Meistersiegel zu krallen. Ansonsten ist es eh ausgeschlossen. Du kriegst den perfekten Beginn nicht hin. Und dann hast du aber das Problem, also ich weiß nicht, ob man ihn überhaupt einholen könnte, aber selbst wenn, ich bräuchte auf jeden Fall eine Palla, die eine Engelsrobe noch bekommen würde. Weil dann würde ich nämlich die Hits besser verkraften von den Bogenschützen. Weil ansonsten wäre Dieb plus Bogenschütze gleich RIP, Leute. Das ist das Problem an der Stelle. Und genau das ist es halt. Also man könnte das investieren, wobei natürlich, ich denke schon, man könnte die Investition sinnvoll tätigen, weil natürlich ein Meistersiegel in etwa den gleichen Stellenwert hat wie jetzt eine Engelstruppe. Also vielleicht mache ich das doch nochmal. Ich meine, wärt ihr denn dafür? Ich meine, ein perfekter Beginn wäre schon irgendwie auch was Cooles auf der anderen Seite, ne? Das hätte halt schon auch was. Das hat halt schon irgendwie Stil, oder? Denke ich mir so auf der anderen Seite. Der kommt nicht weit genug. Wir könnten hier auch easy ihn, glaube ich, wegräumen, oder? Mit einem Schneider vielleicht, wenn du hier einen Crit raushaust. Ansonsten kann man noch jemanden dazustellen. Also man hat auch echt coole Möglichkeiten, eigentlich hin und wieder. Ja, aber hier kommt natürlich auch nicht der Crit. Immer meine hohen Crit-Waffen haben nie irgendwie die Möglichkeit, auch mal ansatzweise was rauszuholen, weißt du? Das ärgert mich auch immer immens, wenn das passiert. Kennt ihr das? Das geht mir ständig so in Fire Emblem übrigens. Richtig nervige Angelegenheit. Dich müsste man halt healen, ansonsten kriegst du es halt auch nicht hin. Aber ist das nicht sogar möglich? Ich glaube schon. Wenn du da stehst, geht das sogar. Weil ich mit Fina noch nachrücken könnte. Also an sich, ich glaube auch die Situation können wir relativ gut sogar lösen. Da bin ich relativ optimistisch noch, vergleichsweise. Weil du kannst ja dann hier wirklich eigentlich ganz gut durchmarschieren. Ich meine, hier kommt man wahrscheinlich so oder so durch. Das Problem ist der Magier. 1, 2, 3, 4, 5. Oder halt hier 5, 6, 7. Okay, das klappt aber nicht. Da kommt nicht sofort hin. Man kann hier also einiges rumexperimentieren. Wahrscheinlich auch recht erfolgreich, könnte ich mir vorstellen. Ich meine, deine Chance ist ja nicht mal so hoch, aber die weichen halt auch nie aus, weißt du? Das ist ja halt auch mal ganz cool. So ausnahmsweise. Könnte man das schon mal bewerkstelligen? Das wäre zumindest freundlich. Ach ja, und ich brauche hier natürlich irgendwo schon Leute dazwischen, die dann auch ein bisschen was tanken, weil sonst der nächste wunderbare Todesfall, Leute. Ist das nicht schön. Ach, warte mal, ich könnte hier sowieso niemanden hinstellen. Sonst die nächste Einheit weg, aber egal. Ja, okay, haben wir noch Palazzo. Na, die könnte auf jeden Fall hier. Also ich meine, den fangen wir auch ab, das ist kein Problem. Hier habe ich ja alle markiert. Der Meistersiegeltyp schafft es ja gar nicht so weit raus überhaupt. Das geht halt echt klar. Das geht sogar. Das müsste relativ gut machbar sein. Was halt dann danach kommt, ist halt nicht mehr so toll. Wobei, ich weiß gar nicht, wie sieht es eigentlich auf Distanz aus? Ja, das ist relativ bescheiden. Das können wir uns wirklich sparen. Tja. Aber ich meine, hier kann man immer Leute noch dazwischen stellen. Das ist das andere. Er kann also durchaus auch mal eine Cecilie finishen. Ich meine, theoretisch könnte man auch mal ausweichen. Wieder nicht ausgewichen. Oh Mann, Leute. Ja, ich meine, selbst du kommst ja eigentlich ganz gut durch, ne? Erstaunlich, aber naja. Ich meine, ich kann mich hier auch ordentlich schützen. Das sollte nicht das Problem sein. Wobei, naja, es wird zumindest sehr grenzwertig, das kann man schon mit Sicherheit sagen. Der wird hier durch den Wald zwar eingeschränkt, aber er kann mir trotzdem wahrscheinlich recht problemlos folgen. Ja, ich bin mir da relativ sicher, dass er das hinbekommt hier, ja. Das heißt, ich kann eigentlich oben auch nicht mehr wirklich für den Heal sorgen, so wirklich aktiv. Was auch ein Problem darstellt, zusätzlich. Mit dem 5-Point-Speer geht aber schon einiges. Das sind 22 Damage. Ich muss mir die Situation einfach nochmal in Ruhe angucken, Leute.
Ja, ich meine, der kommt ja sogar dahin. Also im Prinzip ist dann eh RIP. Außer ich hole jetzt den Dieb doch noch nicht direkt ein und kümmere mich dann mit Palla darum, um unser Problem hier. Wobei das sogar gehen könnte. Ich habe ja schon mal gemeint, mit Palla kann ich sogar hochlocken ohne Probleme. Selbst das würde gehen. Aber wir machen 25 Schaden, die Magier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, geht sogar. Ist immer noch eine Möglichkeit, die man zumindest hat. Also technisch ist es machbar, glaube ich. Oh lol, da kommt der Crit, weißt du? Da, wo ich ihn im Prinzip aber auch wieder nicht bräuchte. Das ist immer so, Leute. Wenn ihr den Crit nicht braucht, er kommt. Das habt ihr schon fast eine Garantie dafür. Das ist immer so lustig. Noch so frustrierend, aber ich glaube 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, nee, da kommt er auch nicht hin. Das ist schon richtig so. Wow. Man müsste halt hier seine anderen Einheiten schützen, das ist das Problem. Was ich mit Ryan wahrscheinlich ganz gut machen kann, zum Beispiel. Und ich könnte halt... Ja, ich meine, ich kann auch Shida reinstellen, ist im Prinzip relativ egal. So sind wir jedenfalls an und für sich ja in Sicherheit. Da wird erstmal nichts passieren hier. Dann müsste halt Fina mal kurz für Marv tanzen, ist auch das in Ordnung. 1, 2, 3, weiter kommt er ja nicht. Da bringen wir halt Marv hier raus. Dass der sich irgendwie anders entscheidet. Auch gar nicht mal so übel. Wir könnten uns hier hinstellen zum Beispiel. Dann kann sie zumindest schon mal irgendwo versuchen, vorzuschwächen. Oder so. Gar nicht so übel. Warte mal, hier kann ich ja sogar theoretisch direkt gut angreifen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wären es aber dann. Also es geht auch nicht für den Magier, klar. Ist okay. Oh, der hat einen Crit von 15, das ist das Problem. Und so wie ich den Gegner kenne, würde er mich dann critten. Und natürlich ist der 5-Point-Speer gerade nicht ausreichend, um ihn zu two-hitten. Was natürlich die Lösung wäre. Also der nächste Schreikrampf oder so? Wahrscheinlich, ja. Oh Mann, Leute. Das ist wirklich frustrierend, was? Ja, da kommen jetzt die ganzen Leute und denken sich auch, hahaha, cool, oder? Wetten, er crittet jetzt? Wetten? Wetten, Leute? Wetten? Okay, ein Glück. Ich wäre so ausgerastet, Leute. Na, er kommt trotzdem hin, ja. Gut, RIP, weil ich sowieso nicht ausweich, was? Oh, wow, jetzt ist er ausgewichen, weißt du? Okay, okay. Gut, aber trotzdem. Ja, ich habe jetzt extra schon so ein bisschen risky gespielt. Ich habe schon irgendwie Bock darauf, es halt nochmal zu probieren. Ich weiß auch nicht. Auf der anderen Seite, ich will euch halt nicht ständig... Ich finde halt das fast für euch als Zuschauer ein bisschen schade. Das ist das Problem. Ja, und jetzt dann kommt mir sogar der Meistersiegeltyp. Also, schlimmer kann es kaum laufen. Also, ohne Meistersiegel gehe ich hier garantiert nicht raus. Das könnt ihr knicken. Nee, wisst ihr, was ich mache? Ja, wir geben das Palla eine Engelsrobe, weil dann kann ich pushen. Wenn Palla eine Engelsrobe hat, kann ich komplett durchrushen. Das kann mir dann alles egal sein. Weil dann kann ich die einfach da oben lassen. Vielleicht kann sie sogar Verstärkungen zu sich locken. Dass hier überhaupt keine böse Front überhaupt erst passiert. Dass da gar nichts weiter uns in die Quere kommen kann. Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Leute, ich glaube, wir machen das so. Nichts für ungut, aber ihr seht's ja selber. Es ist mal wieder ziemlicher Bullshit an der Stelle, aber ja. Wichtig für die Story wäre ja, wie gesagt, nur Skorpion. Den habe ich bisher auch immer bekommen. Also, das geht auch, aber... Es ist halt mehr, ja, ne, ich resette, wenn ich nicht alles bekomme. Ich meine, dass jemand mal abkratzt oder so, ist bei mir eher selten der Fall, aber ich hasse es, wenn ich nicht alles bekomme. Ich hasse es einfach wie die Pest, Leute, tut mir leid. Aber es geht nicht anders. Gut, das gerade eben war tatsächlich ein bisschen lucky, aber ja, gut, ne, darf dann schon mal sein nach gefühlt 90% kein Luck. Yikes. Ja, selbst das Palla-Level-Up war ja nicht besonders toll. Das hätte auch besser laufen können. Also, ja, ne? Dazu braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Könnte ich ja echt direkt dann durch. 19 Leben sieht es, glaube ich, schlecht aus. Aber da ich dich direkt wieder healen könnte, würde es gehen. Da ich eine Tänzerin da habe. Die natürlich auch dafür sorgen könnte, dass Marv normal agiert. Also, ich meine eher, dass das hier passiert. Oh ja, Leute. Wow! Wow, ist das schlecht! Oh mein Gott! Okay.
Fina ist die die Einheit mit dem zweithöchsten Wachstum im Spiel. Es ist absurd hoch in allen Bereichen, durch die Bank weg. Ist das lächerlich, Leute. Also das hat mich jetzt endgültig überzeugt, dass wir es neu machen, ganz im Ernst. Also das geht gar nicht. Absolut nicht. Wow, und die kriegt immer Death. Das wäre jetzt sogar ganz gut, aber sie kriegt irgendwie immer Death. Das ist lustig. Was halt an sich nicht mal unbedingt so schlecht wäre. Es ist halt ungewöhnlich, aber ja. Wie auch immer. Das finde ich jetzt wiederum sehr lustig, aber das hier ist wirklich... Ich meine, bei ihr ist so ziemlich alles über 60%. Manche Werte sind über 80%. War glücklich sogar auf 90%? Ich glaube schon. Also, ja. Fina ist halt extrem vom Wachstum. Also wirklich... Also ich meine, vergleich das mit einer Novi aus Awakening, da bist du, glaube ich, ganz gut dabei. So ungefähr, ne? Aber meine Novi war in Awakening damals auch RNG-screwed, wie sonst was, sodass ich sie nicht mal spielen konnte. Also, ja, ne? Manchmal passieren komische Dinge. Nee, aber Leute, kriegt halt Paladin eine Engelsrobe. Aber wenn wir, man muss es so sehen, wenn wir diese Engelsrobe nutzen, kriegen wir dafür 1 bis 2 Gegenstände mehr, die den gleichen Stellenwert haben. Deswegen ist es natürlich sinnvoll. Ansonsten würde ich sagen, okay, da sind mir die Items halt egal, aber wenn ich einfach sehe, ja, wenn es nur 1 Z-Booster ist, damit du halt reinfliegen kannst in Ruhe und das so einen großen Unterschied macht, dann spricht da ja nichts dagegen eigentlich. Okay, wir haben noch eine andere Möglichkeit, das stimmt, das kommt mir gerade. Wenn Paladin dann angeschwächt ist, können wir super aggressiv spielen. Das erfordert aber, dass unsere Reste-Einheiten hier rüber geht. Aus dieser Höhle kommt eigentlich eine nette Überraschung raus, wenn man sich nähert. Das werden wir dann auch sehen. Aber ich weiß, dass in der Höhle etwas sehr Wertvolles versteckt ist und wenn wir das bekommen... Dann können wir, glaube ich, tatsächlich um einiges aggressiver spielen, ohne große Probleme. Also das sollte dann wirklich relativ harmlos vonstatten gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh ja, das können wir vielleicht kombinieren, das stimmt. Ja, Leute, ich glaube, das ist die Lösung. Es tut mir halt immer so schrecklich leid einfach, wisst ihr, weil es ist halt an sich... Ich bin einfach zu perfektionistisch veranlagt. Das ist das, was mir immer so unglaublich leid tut. Ich denke mal einfach, ich will halt alles bekommen. Ah, das ärgert mich. Solche Maps triggern mich halt komplett. Da bin ich, also ich bin so ein Spielertyp. Ist halt wirklich so. Wenn das Loot einfach mir wegbleibt, ne? Dinge, die ich bekommen kann, die toll sind, da kriege ich die Krise. Da hört's bei mir auf, Leute. Da. Ja. Wisst ihr ja mittlerweile sicherlich. Und. Oh, Mann. Und es ärgert mich einfach immer so. Es tut mir immer so leid für euch. Das ist es halt. Das ist wirklich das, was mich. Oh. Dieser Schmerz, dieser unendliche Schmerz, Leute. Er soll ja hier nicht enttäuschen oder so. Ich meine, das ist ja an sich auch nicht schlecht gespielt, aber ich will halt alles bekommen. Beziehungsweise, ich akzeptiere nur den Verlust dieses einen Meistersiegels, das wäre alles. Das wäre noch in Ordnung, aber zumindest die Engelsrobe sollte drin sein. Insofern verabschiede ich mich jetzt auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal und dann wird hoffentlich alles gut gehen, Leute. Bis bald.